Henke wurde 1973 von meinem Großvater Heinz W. Henke gegründet. Zunächst mal haben wir Motorräder hier hergestellt. Das legendäre Münch-Motorrad wurde von 1973 bis 1976 hier gefertigt. Im Laufe der Jahre kamen verschiedenste Maschinen hinzu, um uns den Weg in die Blechfertigung zu ebnen. Das ging los mit einfachen Schlagscheren und Abkantbänken, um Gehäuse für Transformatoren zu bauen. Letztendlich auch eins unserer heutigen Standbeine. Im Laufe der Jahre kamen verschiedenste weitere Betriebsmittel hinzu. Ab 1993 haben meine Eltern dann die heutige GmbH gegründet. Ich selbst bin über 25 Jahren, seit 2015 in der Geschäftsführung und nach dem Tod meines Vaters 2019 dann mit der Firma und meinem Team allein hier am Markt. Wir sind aktuell hier am Standort 140 Kollegen und Kolleginnen, die auf über 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche für alle wichtigen Industriezweige dieser Welt fertigen. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle ganz klar die Medizintechnik, die Großenergietechnik, der Transformatorenbau und natürlich der klassische Maschinenbau. Auch sind wir tätig im Bereich Pharma- und Lebensmittelindustrie. Wir verstehen uns nicht nur als Lohnfertiger, wir verstehen uns als systemischer Partner der Industrie. Sie können Henke beauftragen mit dem Bau eines Gehäuses für einen großen Transformator. Sie können genauso gut Henke kontaktieren, wenn es um das Abfangen vorübergehender Auftragsspitzen ihrer eigenen Blechfertigung geht. Was auch immer die Industrie benötigt, wir stehen als Partner an ihrer Seite. Noch vor 2015 haben wir klassisch gearbeitet. Das heißt, wir hatten mehrere Standalone-Maschinen, seines Stanzen oder seines Laseranlagen, die jeweils immer mit einem Blechpaket versorgt wurden, mit allen Vorteilen und Problemen, die das mit sich bringt. 2016 haben wir dann eine grundsätzliche Überlegung angestrebt, doch mehr auf Automatisierung zu setzen. Das war der Grundstein für das, für den Weg, den wir auch heute gehen möchten. Der höhere Automatisierungsgrad war, dass die Stanzen- und Laseranlagen eben an ein großes Materiallager angebunden waren. Diese Vorteile haben uns überzeugt. Und Marktanalysen haben uns gezeigt, dass wir wesentlich breiter am Beginn der Wertschöpfungskette aufgestellt sein sollten, wenn wir den Weg, den wir gewählt haben, weitergehen möchten. Und so kam eins zum anderen und der Weg an Salvagnini führte überhaupt nicht dran vorbei. Wir haben uns entschieden, die S4P4 hier bei uns in unseren Hallen einzusetzen und in Betrieb zu nehmen und sind vom ersten Tag an begeistert. Wir schätzen an unserer S4P4 besonders, dass wir unsere bisherigen Produkte, die Transformatorengehäuse, die Bausatzgehäuse in Sätzen fertigen können, ohne die Einzelteile jetzt stets immer fertigen zu müssen. Wir schätzen die geringe Rüstzeiten, wir schätzen die äußerst geringen Prozesszeiten, den hohen Automatisierungsgrad und die Möglichkeit der absolut kratzerfreien Bearbeitung auf den Bürstentischen. Das Arbeiten mit der neuen Salvagnini S4P4 setzte ein gewisses Umdenken von unserer gesamten Mannschaft voraus. Sowohl von den Jungs draußen auf dem Floor, als auch ganz besonders in der Konstruktion, in der Arbeitsvorbereitung und in der Offline-Programmierung. Hat sehr, sehr gut geklappt, muss man sagen. Nicht zuletzt auch durch die besonders hervorzuhebende Unterstützung durch Salvagnini im gesamten Projektverlauf. Die Entscheidung für Salvagnini war die richtige, das zeigen uns die letzten Ereignisse. Letzten Endes hat sich durch Salvagnini für uns auch die Tür in bisher verschlossene Märkte geöffnet. Wir können durch unsere jetzige Aufstellung und den hohen Grad an Automatisierung wesentlich kosteneffizienter arbeiten, wesentlich höhere Stückzahlen in wesentlich kürzerer Zeit fertigen und unsere Partner bedanken sich für den Support.